Ich freue mich, weil ich fahre nämlich jetzt zu Saturn und hole meine Drohne ab. Endlich. Ich freue mich sehr. Diese Drohne und ich, wir haben ja so eine etwas längere Geschichte hinter uns. Ich habe die schon vor einiger Zeit bestellt. Das ist die DJI Mavic Pro, allerdings in der Fly More Combo. Das heißt, es ist eine Ledertasche dabei, drei Akkus, ein Doppelladegerät, der ganze Firlefanz halt, den man sich sonst sowieso nachträglich kauft und dann halt nochmal 500 Euro mehr dafür bezahlt. Deswegen habe ich mir diese Combo bestellt. DJI ist eine Firma, die mittlerweile so Anwandlung hat wie Apple. Das heißt, da sie Marktführer sind auf ihrem Gebiet, meinen sie, sie könnten sich Lieferzeiten rausnehmen, die ansonsten nur DDR-Bürger von der Bestellung ihres Fahrzeugs kennen. Ich habe diese Drohne September 2016 geordert und jetzt, im April 2017, ist sie endlich in der Fly More Combo lieferbar. Eigentlich war sie das vorher schon, deswegen hatte ich sie auch schon angekündigt. Allerdings war es dann nur die Drohne selbst, ohne Zubehör. Und das wollte ich eigentlich nicht, weil dann kaufst du dir nachher wieder Akkus dazu und eine Tasche und das und dies und Zubehör. Und dann bist du bei 2000 Euro und deswegen kaufe ich das etwas günstigere Set, wo alles schon mit dabei ist. Und jetzt fahre ich zu Saturn und hole das Ding endlich ab. Mein persönlicher Berater bei Saturn, der sich immer wirklich ins Zeug legt für mich, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Der hat mir die jetzt bestellt. Gestern ist die falsche angekommen. Ich habe gedacht, jetzt warte ich wahrscheinlich nochmal ein Jahr, bis die neue kommt. Aber nein, ein Tag später ist sie da. Und jetzt hole ich sie ab. Ich freue mich sehr. Ich piss mir in die Hose vor Freude. Tada! Extrem unspektakuläre Verpackung für so ein geiles Ding. Naja, egal, sie ist da. Schalalalala, da ist sie. Auf jeden Fall gut verpackt, das kann man nicht anders sagen. Wo ist denn hier oben und wo ist unten? Ah, jetzt wird ein Schuh raus. Yeah! Mein Gott! Was für ein geiles Ding! Das ist ähnlich wie bei Apple. Also nicht nur, dass die so langsam liefern, sondern auch mit dem weißen Karton und dass das alles so ein bisschen nicer aussieht. Das haben sie ja drauf. Geh auf jetzt, verdammt! Der Papa ist glücklich. Was haben wir denn hier noch? DJI Mavic Shoulder Bag. Ja, der ist jetzt nicht ganz so schick. Das ist so ein Altherren-Ledertäschchen. Passt ja zu mir und meiner Brille. Da passt alles rein, alles zusammen. Das ist abgefahren, oder? Ja. Dann Fly More Combo for DJI Mavic.
Das ist dieses Kombipaket, in dem hier noch einige Sachen drin sind. Da schauen wir jetzt mal eben kurz rein. Ja, das ist Battery Charging Hub für zwei. Scharfstellen, Arschloch. So, da. Battery Charging Hub. Damit kann man zwei oder mehr Akkus, nicht, bis zu vier Akkus gleichzeitig laden. Ein Autoladegerät, der Car Charger. Dann hier einen Akku. Und noch einen Akku. Und einen Battery to Power Bank Adapter. Und zwei Sets Propeller. Sauber. Ich freue mich. Ja. Das ist der Controller. Sehr schön. Und das ist die verdammte Drohne. Alter. Wie klein und leicht und schön. Es hat soweit alles ganz gut geklappt. Drohne bekommen. Ich war jetzt schon zu Hause, habe die mal einmal ausprobiert zu Hause. Also ausgepackt, habe da ja gesehen, aber ich habe es dann auch mal angeschmissen. Das hatte ich allerdings nicht gefilmt. Ich habe sie aber dabei. Und zwar in dieser neuen formschönen Tasche hier. Mal gucken, vielleicht, dass sie gleich nochmal draußen steigen. Ich bin jetzt auf dem Weg zu einem Kumpel in die Pommesbude. Zwei Freunde von mir haben eine Pommesbude aufgemacht. Und zwar die größte Pommesbude Deutschlands. Die befindet sich in Dortmund, in Wickede. Grillstore heißt der Laden. Und die haben auch schon eine andere Filiale gehabt. Da gehe ich auch öfter hin und esse da leckere Burger und geiles Schaschlik. Und da gibt es auch den Bisley Burger. Den habe ich nämlich selbst kreiert. Da ist Mettwurst mit drauf und all so ein Zeug. Irgendwie muss man sich auf jeden Fall mal geben. Ist ein richtig geiler Burger. Ich mag den sehr. Ja, und jetzt bin ich auf dem Weg in den neuen Laden zur größten Pommesbude Deutschlands. Auf über 500 Quadratmetern macht der Grillstore da richtig geiles Essen. Und ich glaube, heute werde ich mir ein Schaschlik picken und vor allen Dingen werde ich heute ein Bild signieren. Da hängt nämlich ein Foto von mir, das sie dort aufgehängt haben als Deko, hoffentlich nicht als Abschreckung. Ja, das werde ich heute signieren und dann Schaschlik essen und dann geht es wieder ab nach Hause. Und wie gesagt, wenn alles klappt noch mit der Zeit, könnte eng werden, dann lasse ich die Drohne auch noch mal kurz steigen und zeige noch mal ein paar Aufnahmen davon. Okay. Alter. Alter! Das ist aber ein bisschen klein hier, oder? Ach, nee, ne? Wie geht's dir, Mann? Gut. Alles gut? Gut. Alter Schwede, ey, das ist ja monströs. Guck das mal an hier. Geil! Sieht also heute Getränkelager von der Pommesbude aus. Boah, ihr seid doch echt irre, ey. Was hast du denn hier noch alles mit dran? Das ist unser Kühlhaus. Kühlgarage. Fett, ey. Wie viele Quadratmeter sind das? 500 insgesamt? 496, genau. Ach du Heilige. Wir kriegen morgen Ware, ne? Also das ist alles hier leer. Heftig, heftig, heftig. Junge, 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 Junge. Da kannst du mal eine Mayo-Party machen, ja. Da hinten, ne? Ja, das sind ja alles unsere selbstgemachten Soßen, ne? Ja. Das ist ja alles, das sind geil. Unsere Currysoße, das ist alles da, das steht dann auf der Seite, ne? Ja, und hier ist unsere Vorbereitungsküche. Hier unser Gefrierhaus, das offen steht. Geil. Moinsen! Und hier gebe ich alles. Mega, mega, mega.
alles selbst und frisch. Wie geil, ja. Ja, ja, ich bin heute auf jeden Fall mal auf Schaschlik-Modus. Habe ich ja noch nie gegessen bei euch. Ist geil. Ja, ich weiß. Sagt jeder. Ich will es selber sehen. Ja. Ex-Polizist. Ja. Ja. Deswegen hältst du ja die Hand vor Augen. Ja, Lisa. Jetzt habe ich einen echten Wiesling. Ja. Ich danke dir. Ja, Jungs. Komm, jetzt mach ich aber noch ein Foto, wenn du da nimmst. Ja. Oh, war das lecker. Alter Schwede. Richtig, richtig gut. Schaschlik gegessen gerade. Eine so geile Soße. Das Fleisch fällt dir von diesem Holzpin runter. Mega. Auf jeden Fall muss man da unbedingt mal hingehen. Ich bin jetzt wieder auf dem Heimweg. Ich habe gerade noch mal versucht, vom Laden mit der Drohne zu filmen. Aber zeigte mir direkt eine Flugverbotszone an und dass du da nicht aufsteigen darfst. Da sind auch eine Menge Leitungen. Also die Bahn fährt hier durch. Die hat noch Oberleitungen. Und das sehe ich auch ein, dass das nicht besonders ratsam ist, da zu fliegen. Deswegen wird es das heute nicht mehr unbedingt geben, diese Flugaufnahmen, die ich noch angekündigt habe. Aber die Tage mache ich auf jeden Fall nochmal einen Vlog extra über die Drohne und bastel auch mal da ein bisschen mit rum. Ich bin ja früher auch schon mal Drohne geflogen. Ich hatte die ersten DJI-Modelle, die Phantom, und dann nochmal so ein Gimbal drunter gebaut, so ein bisschen aufgerüstet. Habe ich später dann aber irgendwann verkauft. Jetzt ist das Ganze natürlich wieder super portabel und deswegen bin ich da auch ganz froh, dass ich mir die Mavic Pro geholt habe. Das ist echt ein geiles Ding. Ja, wie gesagt, also bei Kai und Thorsten gerade im Grillstore, der absolute Kracher. Ich bin sehr froh, dass ich das da jetzt noch heute Abend an mein Programm drangehängt habe, obwohl ich eigentlich viel um die Ohren hatte, aber das musste jetzt sein. Nach Hause fahren, ich werde noch ein Video zu Ende schneiden, allerdings nicht dieses hier, sondern das für mein neues Projekt mit Buddy Olli zusammen. Davon habe ich, glaube ich, schon mal erzählt und auch eingeblendet. Da wird es demnächst so eine Verlinkung zum neuen Kanal geben, den wir gerade zusammen aufziehen. Tattooing über alles. Ich weise schon mal eben drauf hin. Einfach mal hier oben schauen. Ist noch nicht viel Content drauf, aber da wird demnächst einiges kommen. Porträts über sehr gute Tätowierer, über verschiedene Künstler, über Conventions, über Material, über Zeichnen, über Kunst an sich. Wird mega interessant und ein paar schöne Aufnahmen, natürlich auch dank der neuen Drohne. Jetzt aber erstmal, wie gesagt, heimwärts, entspannen, das Video fertig machen und dann in die Haia gehen. Morgen muss ich früh raus. Ich habe morgen früh ein Seminar in der Polizeifachschule in Gelsenkirchen. Das wird wahrscheinlich auch nochmal richtig aufreibend. Aber da werde ich euch definitiv nicht mit hinnehmen können, weil da darf ich nicht filmen. Das ist aber auch ganz gut so. Ja, ich hoffe, das war für euch soweit erheiternd. Ich hatte auf jeden Fall einen sehr schönen und zum Abschluss auch noch einen sehr leckeren Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge im Vlog oder wenn ich noch mal ein Lesungsvideo raushaue. Wir werden sehen. Bis dahin, Glück auf! Ging einfach nicht anders. Ich musste doch noch ein paar Aufnahmen machen. Aber wirklich nur ganz kurz. Einmal aufgestiegen, Straße kurz runter und dann wieder zurück und eingepackt. Ist alles nicht so einfach hier. Dortmund ist halt schon ein extremes Ballungsgebiet und hier diese Flughafen-Flugverbotszone, die ist ziemlich weit ausgedehnt. Kann ich auch verstehen. Es gab genug Idioten, die sich so eine Drohne gekauft haben und dann, obwohl sie es nicht konnten, damit rumgefahren sind und einfach die Flugverbotszone ignoriert haben. In Flughafennähe geflogen sind und wenn dann so ein Ding mal irgendwie ein paar hundert Meter von der landenden Boeing entfernt ist oder so, dann überlegt man sich das, glaube ich, nochmal mit den Regeln und Gesetzen. Naja, eigentlich braucht man für jeden Aufstieg eine Genehmigung. Macht das auch bitte, liebe Kinder. Der Onkel macht das auch.
Ja, gut, alles geschafft für heute. Ab nach Hause.